Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Purzelcake. Heute gibt es ein Giotto-Parfait. Da brauchen wir 27 bis 36 Kugeln Giottos. Das sind etwa 3 bis 4 Stangen. Dann 3 Eier der Größe L, 300 Milliliter kalte Sahne, etwas Vanilleextrakt, 55 Gramm Zucker und 50 Gramm Bitterschokolade. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, noch etwas Likör mit dazugeben. Ich habe jetzt hier so ein Nusslikör. Ihr könnt natürlich auch ganz normalen Eierlikör nehmen oder was ihr am liebsten haben wollt oder den Likör ganz weglassen. Als allererstes trennen wir die Eier, denn wir schlagen das Eiweiß und das Eigelb getrennt voneinander auf und deswegen werden jetzt hier erst einmal die Eier getrennt. Als erstes nehmen wir das Eigelb und schlagen das über einem Wasserbad auf. Das Wasser sollte auf jeden Fall die Schüssel nicht berühren, sondern nur der Wasserdampf. Und dann gebt ihr entweder den ganzen Zucker oder nur einen Teil des Zuckers dazu und schlagt das Ganze etwa 5 Minuten über dem Wasserbad auf. Nach etwa 5 Minuten nehmt ihr das Ganze dann von eurem Topf herunter und stellt das zur Seite und lasst es dort etwas auskühlen. Nun wird das Eiweiß aufgeschlagen. Hier könnt ihr nun die zweite Hälfte des Zuckers hinzugeben, wenn ihr das nicht alles schon bei das Eigelb gemacht habt oder halt es eben so aufschlagen. Dann gebt ihr noch etwas von dem Vanilleextrakt dazu und lasst das Ganze so lange schlagen, bis es schön weiß-schaumig aufgeschlagen ist und das Volumen etwa verdreifacht hat. Und das gleiche machen wir nun auch mit der Sahne. Auch die schlagen wir einmal steif auf und stellen sie dann zur Seite. Als nächstes nehmt ihr euch eure Schokolade. Ihr könnt dafür eigentlich jede Schokolade nehmen, die ihr wollt. Ich habe jetzt hier mich für Bitterschokolade entschieden. Das war so eine große Blocktafel. Ihr könnt natürlich auch jede andere Schokolade dafür nehmen und die dann einfach grob zerhacken. Dann macht ihr das gleiche auch mit euren Giotto-Kugeln und hackt diese auch in etwas grobere Stücke klein. Je nachdem, wie fein ihr sie in eurem Eis haben wollt, könnt ihr sie auch noch etwas feiner hacken, ganz wie ihr wollt. Als nächstes geben wir alle Zutaten zusammen. Das Eigelb, das inzwischen ausgekühlt ist, geben wir zu dem Eiweiß, verrühren das miteinander bzw. heben es vorsichtig mit dem Gummischaber unter, sonst würde uns ja die ganze aufgeschlagene Luft wieder verloren gehen. Und dann gebt ihr eure Giotto-Kugeln dazu, bzw. jetzt sind es ja nur noch Stücke, eure Giotto-Stücke dazu, ebenso eure Schokolade. Und dann wird auch noch die Sahne untergehoben und dann ist das Ganze auch schon fast fertig. Denn ihr könnt das Ganze jetzt noch mit eurem Likör verfeinern oder es dann auch einfach so lassen, wie es ist. Je nachdem, ob Kinder mitessen oder nicht. Von dem Likör habe ich etwa 40 Milliliter mit reingegeben. 40 bis 50 Milliliter waren es etwa.
Nun nehmt ihr euch eine Form, die später euer Eis haben soll. Ich habe jetzt hier eine ganz normale Kastenform genommen. Ihr könnt natürlich jetzt auch eine runde Form oder eine Schüssel nehmen, je nachdem, was ihr in den Gefrierschrank reinstellen könnt. Dann nehmt ihr euch etwas Frischhaltefolie und kleidet damit eure Form aus. Ich habe die Form jetzt vorher mit kaltem Wasser ausgewaschen. So bleibt die Folie leichter an der Form kleben und verrutscht euch nicht so leicht. Ja, so sieht das Ganze dann jetzt aus. Ich habe die jetzt mit Glassichtfolie ausgekleidet und jetzt gebt ihr einfach eure Parfümmasse hinein und streicht die schön glatt. Guckt, dass die Masse auch schön in die Ecken reingeht, sodass ihr nachher keine Luftblasen drin habt, sodass die löchrig ist. Einfach mit dem Gummischaber nochmal in die Ecken reingehen und dann deckt ihr das Ganze nochmal mit Glassichtfolie ab, damit sich nicht so leicht Eiskristalle bilden und natürlich euer Eis nicht die Gerüche annimmt von den anderen Sachen, die vielleicht noch in eurem Gefrierschrank lagern. Euer Parfait sollte auf jeden Fall 10 bis 12 Stunden im Gefrierschrank stehen bleiben. Danach könnt ihr es kurz vor dem Servieren ganz, ganz kurz in heißes Wasser tauchen, sodass es sich etwas leichter aus der Form löst. Und dann könnt ihr es auch schon anschneiden oder ihr nehmt einfach mit dem Löffel portionsweise aus der Form heraus euer Eis, je nachdem wie ihr das servieren wollt. Und fertig ist das leckere Giotto Parfait. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Es ist ein super leckeres Dessert. Ihr könnt das Ganze natürlich noch mit etwas Likör und Giotto-Kugeln dekorieren. Und probiert es aus. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Rezept geschmeckt hat. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Purzelcake. Tschüss!